Ja, die Sonne lacht. Ich glaube, ich muss gleich mal Sonnenbrille rausholen. Ja. So schön und so warm. Wir stehen hier in Wolframs-Eschenbach und hatten einen wunderschönen Sonnenaufgang. Die Ursi hat es auch fotografiert. Und es ist ein ganz toller Stellplatz hier, das muss man mal sagen. 5 Euro kostet die Übernachtung. Alles vorhanden, es ist eine Dusche vorhanden, es ist ein WC vorhanden, was wir ja nie benötigen, denn wir machen das alles in unserem Fahrzeug. Aber für manche, die gern Duschen nutzen, ist es ideal. Es ist eine schöne Ver- und Entsorgung und es ist vor allen Dingen, das ist für uns wichtig, WLAN vorhanden. Ja, allerdings, was auch funktioniert. Ja, aber nur, weil wir hier nur 3 Wohnmobile sind. Ja. Also wir waren heute Nacht 3 Wohnmobile. Und teilweise hat es dann schon ein bisschen gelahmt. Ja. Oh ja. Also ich hoffe, der Platz, ist uns gesagt worden, der ist immer ziemlich gut besucht. Ist auch kein Wunder, das ist ein toller Platz. Und da ist das kleine Städtchen, in das wir jetzt reingehen. Und was auch, du hast vergessen zu sagen, es gibt eine Waschmaschine und einen Trockner. Genau, aber das haben wir ja schon erledigt, wie wir heute weggefahren sind vom Odenwald. Und na, jetzt schauen wir uns das Städtchen an und jetzt nehmen wir euch da mit rein. Ja, und der Platzwart hat gemeint, er hätte hier 4000 Blumenzwiebeln gepflanzt. Ja, und er hat gesagt, es gibt gute fränkische Bratwürste in Wolframs-Eschenbach. Ja, aber man soll im April kommen. Da blüht alles. Nur zur Info. Also, gleich geht's los. Also, da schattet ja. Historischer Rundgang, da gibt es sogar eine Lauschtour, die man sich runterholen kann übers Handy. Das machen wir doch gleich, Ossi. Eine Lauschtour, aha, Sie werden ja staunen. Und dann kriegen wir eine Stadtführung praktisch übers Handy. Das machen wir, Ossi. Okay, Kreuzritter, Parzival. Ja, Deutschorden. Aha, okay. So, da haben wir einen Stadtplan. Und ich habe ja immer gedacht, dass Wolframs-Eschenbach, also die Ortschaft haben wir natürlich schon bekannt, dass der Wolfram-Eschenbach ein Minnesänger war. Mhm. Aber das war er wohl nicht. Nein. Das war ein Dichter und er hat den historischen Roman Parsival geschrieben. Also nicht zu verwechseln mit dem Parsival von Wagner, von der Oper. Aber der hat den historischen Roman Parsival geschrieben, den ich aber nicht lesen möchte. Nee, nicht unbedingt. Gibt es aber sicherlich noch in einer gekürzten Ausgabe zu kaufen, aber ich möchte das nicht, das ist nicht meine Literatur. Aber das war jetzt schon im Anfang des frühen 13. Jahrhunderts. Also kann man sich ja vorstellen, in welchem Stil der Roman geschrieben wurde. Ja. So, und hier sieht man auch wunderschön den Stellplatz links und dann die Innenstadt. Und da am Badweiher vorbei gehen wir jetzt rein. Machen wir, Ossi? Ja. Also, auf geht's. Ja. So, also hier sind wir am Badweiher. Wahrscheinlich ein Badeweiher heute. Früher war es wahrscheinlich der Gänseteich. Und heute ist es der Badeteich. Aber man sieht schon, Ossi, es ist nicht nur am Bodensee schön. Nein, das haben wir ja schon immer gesagt. Deutschland ist wunderschön und deshalb sind wir ja auch unterwegs. Richtig, und vor allem Wolframs-Eschenbach. Weil es hier die guten fränkischen Bratwürste gibt. Das wird sich erst noch ausstellen, ob die gut sind. Ja. Laut Platzwart sind sie sehr gut. Ja, und er war sehr freundlich und kompetent. Genau. Thank you.
Fördersemesterverein der Deutschen Ordensschlösser. Und da steht, dass der Kaiser Josef I. auch schon hier gewesen ist. Und es war ein Habsburger, also ein Österreicher. Genau, also hat es auch mal zu Österreich gehört. Weiß nicht, der kann ja zu Besuch da gewesen sein. Ah, okay. Weil das war ja Deutscher Orden, also ich glaube es nicht. Also vielleicht klären wir uns auf. Wir wissen es nicht. Also Deutscher Ordensschloss und der Österreicher Kaiser war hier, ja. Auf jeden Fall. Mhm. Ja, aber zum was das gehört hat, das wissen wir nicht. Also hier sind wir jetzt vom Münster, von der Parkkirche, Liebfrauenmünster. Und da ist wohl auch das Grab von Wolfram Eschenbach. Mhm. Und den besuchen wir jetzt. Ja, genau. Schauen wir mal. Also da haben wir schon mal die Grabplatte gefunden. Und es kann natürlich sein, dass er da in der Wand drinnen liegt. Oder es gibt irgendwo eine Gruft. So, hier haben wir auch eine Gedenktafel von Adolf Kolbing und da liegt wohl eine Reliquie von ihm. Warum, das ist uns jetzt nicht ganz geläufig, aber so wie wir das jetzt nachgeschaut haben, scheint wohl die Familie, also Nachfahren von ihm, hier zu leben in Wolframs-Eschenbach. Oh, ich dachte, er ist hier vielleicht geboren. Nein, der ist in Kerben geboren. Ah, okay. Aber er wurde nicht sehr alt und eine Reliquie liegt da, was auch immer das sein mag. Reliquien, was sind Reliquien? Reliquien sind Andenken an eine verstorbene Person. Das kann ein Finger sein, das kann ein Fuß sein, das kann aber auch ein Taschentuch sein. Also was drin liegt, das wissen wir nicht. Eine Reliquie, aber Heiliger war er ja eigentlich nicht. Aber er ist selig gesprochen worden. Ah ja, dann ist er doch ein Heiliger gewesen. Gut, also. Ein guter Mensch. So wie wir. So, und hier haben wir den Altarraum. Und muss sagen, Ossi, schöne Kirche, oder? Ja, im gotischen Stil erbaut. Auch von den Deutschordensrittern. Richtig, ja. Mhm. Sehr schön. Und dann ziehen wir uns wieder zurück in die Welt. Mhm, genau. So, hier haben wir das Neubaugebiet von Wolframs-Eschenbach. An der Stadtmauer und darüber hinaus. Und wir, Ursi, groß ist es nicht, das Städtchen, aber sehr schön. Ja. Der Hunger ist größer. Okay, dann gehen wir jetzt wohl Bratwurst essen. Juhu! Und die Sonne ist sowas von schön. Die wärmt so richtig toll. Passt heute. Das Besondere bei einer Stadt ist immer, wenn der Goethe irgendwo nicht gewesen ist. Ja, ich glaube, der war überall. Ja, also er war sogar auf jeden Fall in Wolframs-Eschenbach und da hat er wohl gewohnt. Allerdings war das wohl ein Vorgängerbau, denn der Bau ist ja relativ neu. Wenn ihr das lesen, also ich probiere, ja. Das sind die, die am Freitagabend immer da hocken. Und wir sind die, die am Freitagmittag manchmal da hocken.
und hat das verstanden. Das Stammtisch hockt immer am Freitagabend hier. Ja, so steht sie da. Frei übersetzt. Ja. Und großzügig rein interpretiert. So, das ist halt ein typisch fränkisches Fischbär. Schön war's. Wussi, wie gefällt dir das Frankenland? Frankenland? Ja. Das ist so schön. Morgen kommen wir nach Nürnberg. Genau, das machen wir. Bis bald. Tschüss.